Wirklich niemand da, der dich aufhalten kann. Und es fehlt dir nie an Hilfe, um von den Ideen loszulassen. Ja, du bist verantwortlich, die Alternative zu akzeptieren, aber du bist nicht dafür verantwortlich, zu definieren, was diese Alternative ist oder wie sie zu dir kommt oder wie sie aussieht. Es kann sein, dass es ein bisschen eng wird für das alte Denksystem, dass der Raum, in dem du dieses Denksystem ausspielst, deine Argumente und deine Abwägungen, dass dieser Raum sehr eng wird und die Argumentation heiß wird, dass du versuchst, dich in die Zukunft zu retten mit später kann ich dies oder das ja machen, sind noch Kekse da, vielleicht gibt es wieder Chai-Tee. Aber dieser Raum wird wirklich enger. Du bist umzingelt, sozusagen. Ah, Mist, ich bin wirklich verantwortlich. Oh Mann. Wie soll ich das denn packen? Wie soll ich diesen Haufen Flöhe, diesen Sack Flöhe unter Kontrolle bringen? Den Sack Flöhe meiner eigenen Gedanken. Es sind so viele, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Genau so bringst du es an die Kontrolle. Fängst an drüber zu lachen. Es ist unglaubwürdig. Meine Geschichte, meine Identität wird einfach unglaubwürdig, weil es eine Identität ist, die auf Bedrohung beruht. Ich bin in jedem Augenblick bedroht in dieser Idee. Wir haben uns heute Morgen kurz ein Video vom Master Teacher angeschaut und der brachte die Idee rein. Guck dir mal die Nachrichten an. Guck dir das mal an. Bedrohung, 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 Flucht. Selbst beim Schachspiel, ich hab einen Freund, der spielt leidenschaftlich gerne Schach und der hat mir von einem berichtet, der beim Schachturnier einen Herzinfarkt erlitten hat. Die Ausübung meiner weltlichen Leidenschaft führt mich geradewegs in den Tod. Der Sex ist gefährlich, ich kann mich anstecken, es kann vielleicht mit jemand schwanger. Wie bedrohlich. Das ist doch nicht gefährlich, das ist doch super. Aber irgendwann wird das einfach absurd. Es wird einfach absurd. Und das war für mich, und das spreche ich ganz individuell von mir, es war irgendwann so absurd, dass ich die ganze Zeit Bedrohung um jede Ecke vermutete, mit jedem Tag, der kam. Ich sagte so, nee, stopp. Das kann irgendwie nicht sein. Da ist irgendwas faul. Es kann nicht sein, dass ich in die, und vor allem war es nicht zu erkennen. Ich habe nur vermutet, dass da gleich was droht. Ja. Und habe mich versucht, von Kaffee zu Kaffee zu retten, um diese Bedrohung abzuwenden. Wenn ich eh gleich zerstört werde, dann wenigstens schnell noch einen Kaffee. Des Tages im Warmen. Es ist zum Kotzen. Es passiert nie was. Es passiert nie was. Und dennoch ist die Bedrohung, die das Ego die ganze Zeit ausspricht, ständig im Nacken. Ja. Dafür baue ich mir ein paar Blasen in meinen Traum, den ich Freundschaft nenne. Freundschaften oder gute Beziehungen oder sichere Bereiche. Aber nur um die Bedrohung auszuschließen, sie ist immer noch da.
ist ein sicherer Hafen im Wahnsinn und das, sowas gibt es nicht. Meine Lektion heute ist, meine Schutzlosigkeit ist meine Sicherheit. Wehrlosigkeit. Ja, meine Wehrlosigkeit. Ja. Ja. Das ist eine Auferstehungslektion. Weil meine Wehrlosigkeit, ich bin hier, ich brauche mich nicht mehr, ich brauche nicht zu fliehen, ich brauche mich nicht zu verteidigen oder eine gute Idee über das hier zu haben, sondern ich bin hier und ich erlaube meinen Zellen, ich erlaube meiner jeder Faser meines Traums, sich nicht zu verteidigen. Ich erlaube mir das, was in mir ist, die Scham, die Schuld, die Wut, den Ärger, nicht für mich abgeschlossen zu halten, sondern in was auch immer ist, da sein zu lassen, ohne es zu bewerten. Okay, wow, ich hab ein riesen Urteil über dich. Ich empfinde enorme Wut gegen irgendwas. Ich habe Angst vor, bla bla bla. Aber ich verstecke es nicht mehr, ich bin wehrlos. Ich versuche nicht, eine Rolle zu spielen. Ich versuche nicht, mit dir in eine Beziehung zu treten als getrennte Körper. Sondern ich bin wehrlos. Das heißt nicht, dass ich unbedingt beobachten kann, was das Ergebnis davon ist, aber es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Es geht einfach nur um diese Entscheidung. Ja, aber also nicht wahrzumachen. Es ist nicht wahrzumachen, auch wenn es wahr aussieht. Trotz der, und wieder, da ist ein essentieller Punkt in deiner Erlöserschaft, dass es für einen Augenblick wahr aussieht. Und ich es nicht unwahr machen muss, damit die Erlösung funktioniert, sondern ich stehe da drin, wo es wahr aussieht und sage, okay, ich habe die Macht, es wahr zu machen. Und ich habe die Entscheidung, die Aufhebung meiner Illusion geschehen zu lassen. Okay, gut. Das ist die Zusammenfassung von gestern. Ein gegenwärtiger Augenblick, ein gegenwärtiger Ort in deinem Geist, der verfügbar ist, der da ist, der nicht mehr verschüttet werden kann. Für einen Augenblick scheint es manchmal so zu sein, als wäre dieser Ort nicht da und als wenn ich mich nicht mehr daran erinnern könnte, dass irgendwas anderes als diese Welt da ist, eine andere Art von Erfahrung verfügbar wäre. Aber irgendwo in deinem Geist ist etwas aktiv. Dieser Ort in deinem Geist ist sicher. Er kann nicht mehr verschüttet werden. Was der Geist gelernt hat, hat er gelernt in der Erlösung. Es kann nicht mehr verlernt werden. Es ist auf der Bank. Es ist das Schatzhaus, von dem Gott spricht, von dem Jesus spricht. Du füllst es an mit Wundern. Lass uns das mal versuchen. Es ist eine Lektion. Sag, ich gebe die Wunder, die ich empfangen habe. Ich gebe die Wunder, die ich empfangen habe. Danke.